Willkommen zurück zu Ys Origin. Auf dem Nightmare-Schwierigkeitsgrad mit Toll Effect und den extra Skills. Beim letzten Mal haben wir nochmal ein ganzes Stück an Story verschlingen müssen. Und wir haben herausgefunden, dass das kein Zufall ist, dass diese Darklings, also Dallas, Sava und Co. hier aufgetaucht sind, während die Dämonen Ys angegriffen haben. Nein, es gibt einen Verräter unter uns. Also irgendwo ein Ys unter uns. Und wir haben keine Ahnung, wer es ist. Das ist schlecht. Vielleicht finden wir das noch raus, vielleicht auch nicht. Nutzen wir einfach mal den Schlüssel, den wir im Gefängnis gefunden haben, und schreiten voran. Mehr Gegner, ey. Geh mal weg, bitte. Okay. Okay, komische Sanddrachen hier. Ganz gefährlich. Aber die killen wir doch ganz gerne, um EP zu bekommen. Ah ja, das geht, glaube ich, ein bisschen besser, wenn ich die so angreife. Weil dafür haben wir unseren Luftangriff, um damit alles zu zerschreddern, was sich in der Luft bewegt. Naja, komische Magier, die ihre Angriffe hier machen. Uff, okay, ganz vorsichtig jetzt. Ja, die Drachen haben keine Chance gegen unsere Krallen. So, aufpassen hier. Auch aufpassen auf den, weil er sowas macht. Aber ich würde gerne mal die Laser von dem zeigen. Ey, mach mal die Laser hier. Nein. Mach mal dein Laser hier. Ja, guckt euch die Länge von dem scheiß Laser an. Man. Viel länger als im Devil's Corridor. Okay, was haben wir hier? Gar nichts. Geil. Aber da rechts war was, und da müssen wir die Wand hier kaputt machen. Ich glaube, da waren mehr von diesen Pumpenspacken oder so drin. Schauen wir mal. Ist da irgendwas rumgepackt? Haha, Dämonenform. Jetzt können wir da links rein. Schauen wir mal, was wir dort gedroppt bekommen. Und du Gegner, hör auf mal hier rumzubacken draußen. Laser mal weiter hier rum. Oh Gott, mehr neue Gegner, grüne Kackfliegen, die verbündete Gegner heilen können, wenn die sich drauf absetzen. Außerdem können die auch an uns kleben bleiben. Und wir kriegen die dann nur los, wenn wir unseren Windskill benutzen. Also in dem Fall unser Godspeed-Skill. Mal sterben? Mann. Fucking flooded prison enemies, die recycelt wurden. Acquired Creeper Medallion. Oh boy, haben wir unser nächstes Medallion. Da kann man ja schon mal spekulieren, wer oder was der Creeper ist. A Medallion found in the Silent Sands area. The engraving depicts a bizarre plant with flowery tendrils. Eine Pflanze, die uns als Boss wahrscheinlich erwartet. Interessante. An den ganzen Magiern vorbei, ich habe kein Interesse, bitte, danke, tschüss, nein, okay, warum gehe ich hier hin? Ich weiß es nicht. Wegen der Chilischote, alles wegen der Chilischote, aua. Nicht da lang, ich wollte hier lang, bitte, ja, nicht ins Anfang, danke, danke, vielen Dank. Puh, okay, haben wir das dann auch schon mal geschafft? Da hinten gibt's doch was. Okay. Puh. Allen Lasern dodgen. Geschafft. Acquired Gothic Suit. Ey, wir haben unsere Rüstung bekommen. Yay. Uns fehlt immer noch die mittlere Rüstung. Verdammt. Okay. Wir kriegen aber dadurch immer ein ganz gutes Defense-Upgrade von doppelt so viel. 16. Gothic Suit. Very old tanned armor. Honestly decorated and thick yet flexible. Oh boy, sterben wir nicht mehr so schnell, geil. Also wir sterben trotzdem noch schnell, aber nicht mehr ganz so schnell. So, was haben wir hier?
Säulen. Okay. Ich glaube, da wollen wir durchspeeden, wenn ich mich recht erinnere, weil. Fliegen. Ja. Okay. Lass mich einfach in Ruhe. Ja, gefährlicher Bereich. Okay. Rutschen und. Okay, haben wir geschafft. Easy peasy. Hier ist übrigens kein Secret, irgendwie oben leider. Und noch mehr Rutschparty. Yeah. Okay, links war jetzt geradeaus, links. Ui. Okay. Gehen wir einfach mal hier lang. Und da rein. Und wir haben hier eine Kiste mit. Cryer Clarior. Geilo. Mehr Damage. Toll drains Energy of the Ore to this Claws, boosting his Weapon Strength. Yeah, Claw Level 5. Was geht ab? Ah, die Drachen werden zerfetzt. Gib mir das. Oh, ist ja nur ein SP. Nein! Lass mich hier hoch. Oh, diese verdammte Rutsche geboten. Die gleiche Physik wie. Okay. Und, ja. Ah. Komm schon. Ja, haben wir gleich. Jetzt hier einmal durch. Kiste oben. Danke. Wer, der macht jetzt Laser? Cryot Emerald. Godspeed Power increased. Okay, warten wir kurz und. Er macht Laser. Er macht Laser von hinten. Okay. Puh. So, vielleicht nur noch einen Weg und hier können wir sogar runterfallen, wenn wir nicht aufpassen. Also machen wir mal hier ein bisschen vorsichtig und haben es geschafft. Perfekt. Ein bisschen Movement. Und jetzt Hepper. Ui. Ah! Okay. Lass mich bitte hier rein. Da würde ich gerne hin. Ah! Aua. Okay, fick dich. Machen wir mal die Kiste auf. Acquired Earth Dragon Claws. Genau das, was wir brauchen, denn. Ganz schnell. Earth Dragon Claws, a tool made from the claws of a magical beast attached to shoes to retain traction on slippery ground. Genau das, was wir brauchen, ey. Okay, puh, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen Kontrolle hier. Ah. Okay, macht was ihr wollt. Ich kann jetzt normal hier rumlaufen. Dann gibt mir Heilung. Meine Fresse. Ach, endlich nicht mehr rutschen. Hell yeah. Dann können wir ein bisschen die Mobs hier abfarmen. Achso, die kann man auch nicht stunlocken, by the way. So, gibt's hier hinten noch was? Ne, ich glaube hier geht's nur zurück. Ah, hier ist nichts mehr. Okay, ich kann dann nochmal so gucken. Und nein, ganz sicher nichts mehr. Mal stunlocken. Weg mit dir. Kein Problem, die Gegner mehr, wenn man nicht mehr rutscht. Okay, das wäre beinahe schief gegangen. So, hier rutschen wir aber trotzdem noch ein bisschen, weil das eine Schräge ist, auf der wir hier stehen. Euch wollen wir ignorieren, weil ihr stinkt. Und euch wollen wir jetzt zurecht ignorieren. Zumindest fürs Erste. Denn wir haben hier die große Tür. Ah! 117 Schaden, holy fuck. Okay, wir machen das jetzt ganz vorsichtig. Oh. Ein Hit und wir wären noch gestorben, ey. Krass. 117 Schaden, ey. Mehr als die Hälfte unserer AP. Okay. So, Dämonenstatue, Ding reinsetzen. Und vielleicht kaufe ich noch was und dann machen wir Schluss für heute. Boah, meine Augen.
Nice. Alles klar. Wir haben 13.700. Wir können unsere Boost Recovery erhöhen. Und das andere ist nicht so wirklich toll. Schlechter Status, also Debuff-Effekte auf uns, die werden reduziert von der Dauer. Ja, kann man drauf scheißen, weil wir wollen uns in erster Linie eh nicht treffen lassen. Effekt von Heilkräutern, wir kriegen mehr HP zurück, wenn wir die aufheben. Sie aufsparen. Resistenzen gegen Debuffs erhöhen. Wir wollen es nicht treffen lassen. Drop-Item-Effekts. Wir achten nicht so wirklich auf unsere Combo eigentlich meistens. Boost Recovery. Schneller in den Boost-Modus kommen hätte was. Entweder wir kaufen das jetzt. Wir verstärken die Rüstung. Wobei, es lohnt sich nicht wirklich, die Rüstung irgendwie zu verstärken, um ganz ehrlich zu sein. Damage vom Terrain, also sowas wie Spikes oder Lava oder so reduzieren, braucht man auch nicht. Stun-Effekt. Increase SP Gain, bringt es auf Nightmare irgendwie einen Scheiß, weil wir eh nur irgendwie einen SP bekommen. Ja, komm, wir nehmen mal Boost Recovery. Gesegnet, nicht gesegnet, wir kriegen ja dämonische Elemente. You have been enhanced. Alles klar, dann speichern wir mal hier ab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich ein bisschen gelevelt habe und wir den Boss dieses Gebiets anpacken werden. Bis dahin, euer Jack. Tschö, tschö.